Es war nicht allein der Zufall, der Merry und Pippin nach Fangorn führte. Lauf, Merry! Er spricht, Merry. Der Baum spricht. Baum? Ich bin kein Baum. Ich bin ein Ent. Wir Ents haben uns sehr lange Zeit nicht um die Kriege von Menschen und Zauberern gekümmert. Doch nun wird etwas geschehen, was seit einem Zeitalter nicht geschah. Die Ents ziehen in den Krieg. Kommt, meine Freunde, der letzte Marsch der Ents. Und was in Helms Klamm begann, wird nun ein Ende finden. Isengard muss gereinigt werden. Und im Schatten von Fangorns Wäldern werden Sarumans Uruk-hai keinen Unterschlupf finden. Und damit auch herzlich willkommen zu Let's Play Herr der Ringe. Rauch steigt auf von Isengard. Und du kommst zu später Stunde hierher, um mich um Rat zu bitten. Das ist doch der Grund deines Besuchs, oder? Oh ja. Ein schöner Anfang mit Uruks. Und Bäume sind auch am Start, die Baumbarts. Geht ihr nach Isengard? Ich kümmere mich um sie. Oh, ouch. Nix da. So, da oben ist doch so ein Armbrustschütze. Sekunde, Sekunde, alles wird gut. So, der da oben, der macht, glaube ich, Mucken. Und einmal ausgeschaltet. Und du auch nochmal. Und nochmal. Bams. Jawohl, Pfeile brauche ich immer, beziehungsweise... Ja, das sind eigentlich Pfeile, soweit ich weiß. Schön. Gut, dass ich hier mit einem Gamepad spiele. Sonst wäre das, glaube ich, sehr haarig an dieser Stelle. Ich glaube, das tut gut hier. Saruman, du bringst Schande über unseren Orden. Der Krieg hat deinen Verstand benebelt. Du bist es doch, der den Unschuldigen Angst macht. Das weiß ich nicht. Den Unschuldigen vor allem. Vor allem Gandalf. Okay. 2 gegen 1. Und zack. Gut. Und du auch nochmal hinten. Zack. Gut gekillt. Hallo. Autsch. So. Mein lieber Uruk. In den Hoden. Kontrollpunkt erreicht. Saruman, die Bäume Fangorns sind erwacht. Ihre Zweige suchen, ihre Äste zermalmen und ihre Wurzeln begraben die Ruinen deines Wahnsinns. Verbrenn sie alle. Sie sind sehr, sehr scharf. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen Uruks killen. Autsch. Jetzt bloß nicht zermalmen hier. Wie viele Orks hier wir am Start sind. Was bist du? So, da kommen schön viele. Die nehme ich gleich mal mit hier. Und auch nochmal. Wie krass die Ents sind. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir können sie nicht aufhalten. Autsch. Die Ents, obwohl sie verbündet sind mit mir, können mich auch angreifen. Das dürfen wir nicht vergessen. So,
Rokai. Mögen die Valar euch beschützen! So. Schöne Orte. Eliminiert. So, ich glaube, ich stehe hier am besten. Ich glaube, hier kommen alle. Das ist gut hier. Ihr blöden Uruks. Noch drei. Der Weg ist offen. Diese Bäume sind ein uralter Wahnsinn. Sie sollen brennen, bevor sie alles Leben in ihrer Nähe vernichten. Nix da. So. Eliminiert. Ach, da kommen ja noch mehr. Okay, ich muss mal ein bisschen Abstand nehmen. Gandalf, Gandalf, Gandalf. Wir wagen es. So. Und da ist Isengard. Der Turm. Oh mein Gott. Filmgefühl. Was für eine Atmosphäre. Kontrollpunkt erreicht. Saruman, deine Tage sind gezählt. Aber, du tust mir leid. Wer tut wem leid? Das ist eher die Frage. Zerstöre die ganzen Türme. Das ist genau mein Ziel hier. Ich erinnere mich noch ganz dunkel hier dran. An diese Stelle hier gerade. So. Wäre cool, wenn wir Legolas jetzt hätten. Boah, cool. Wir haben jetzt gerade einen perfekten Modus freigeschaltet. Nur durchs Parieren. Bam. Zack. Wow. Vielen Dank. Ihr Luschen. So, ich glaube, das war's fürs Erste. Und da hinten sind Uruk-hai mit Schilden. So, und du auch nochmal. Du musst auch noch dran glauben. Und jetzt gehe ich auf euch. Ihr seid keine Bedrohung. So, und du auch nicht. Schlaf gut. Und du auch. Vielen Dank. Oh. Ja, ja. Hinter mir, vor mir, überall. Inzest-Uruks. So, du auch nochmal hier, Hodentreffer. Zack. In den Bauchnabel statt in den Hoden. Boah, das ist geil. So, Bogenschützen. Parieren. Immer daran denken. Und los. Der Zauberer von Oz. Wie weit das runtergeht? Saruman, Gandalf kommt nach Isengard. Aber nicht, um dich um Rat zu bitten. Shit. So, hallo Freunde. Greif mich an. Keine Chance. Auf Wiedersehen. Und jetzt müssen wir runter. Was ist denn da hinten? Das ist doch dieser Superstarke, oder? Ich glaube, das ist dieser Superstarke. Ja, ich sehe schon seine Lebensleiste. Den wollen wir lieber nicht attackieren. Das war wohl der Bruder von Gollum und wir haben einen neuen Aufstieg erhalten. Danke, lag ihn weg. Ja, ja, lag ihn weg. Ich werde jetzt den Ents bei ihrem Werk helfen. Ja, wir wollen ans Werk gehen, euch das Handwerk legen. Das ist unser Ziel hier. Los. Okay. So, ich bleib mal hier. Schau dich mal an, wie lustig das aussieht. Yeah. So.
So, ich glaube, wir müssen jetzt den End hier verteidigen. Sieht wohl so aus. Das geht ruckzuck. Da hinten sind ja auch noch welche. Meine Güte, wie viele denn jetzt kommen. Oh. So. Tut mir leid. Ach nein, da wird ja wieder unser End angegriffen hinten. Nichts da. Komm schon. Der Urukai. Sind sowieso die Stärksten. Den Fluss. Erfahrungspunkte. Gandalf, Gandalf, Gandalf. Wow, Level 4 erreicht. 56, sehr gut. Geht eigentlich, ne? Würde ich mal behaupten. Perfekt haben wir allerdings nicht so viel. Aber Missionsbewertungen, sehr gut. Wahrscheinlich das meiste, was wir hier freigeschaltet haben. So, was nehmen wir denn hier? Zorn Anors, Balrog Gambit. Das finde ich auch nicht so schlecht. Wirf deinen Gegner zu Boden und gib ihm den Rest. Könnten wir normalerweise auch machen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Aber wisst ihr was? Ich wollte hier, glaube ich, noch die glühende Rache freischalten. Das ist gut. Weil wenn ich auf dem Boden liege, kann ich den gut erledigen. Mache ich doch gleich. Dankeschön. Macht des Magiers, jüngstes Gericht. Mit dieser Kombination kannst du mächtige Gegner ausschalten. Ja. Orkfäller. Ich nehme den Orkfäller hier. Dankeschön. Der Orkfäller ist gut. Und was nehmen wir noch? Parade und anschließender Gnadenstoß. So, ich glaube aber, ich werde sparen, weil ich glaube, das lohnt sich. Das lohnt sich, wenn ich spare. Weil hier haben wir hinterher ganz schön vieles noch freizuschalten, glaube ich. Da müssen wir noch so einiges freischalten. Deswegen spare ich so ein bisschen. Und weiter. So, natürlich dann nochmal speichern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann sicherlich in der nächsten Episode. Vielen Dank, es war mal wieder sehr, sehr cool.